Hallo zu einem neuen Pickup-Video. Ja, und es dreht sich diesmal, wie ihr es gewünscht habt, rein um Computerspiele. Ich habe hier eine ganze Menge neu in der Sammlung. Welches sind? Ja, da seid ihr mal gespannt drauf. Aber erstmal ein kleines Intro. In die Sammlung sind reichlich Computerspiele gekommen. Ja, das meiste ist aktuell, aber egal. So ist es eben halt. Den Anfang machen erstmal gleich schon Special Editions. Ich habe die hier vorsichtig hingelegt, weil sie sind auch empfindlich. Und zwar das allererste von Nintendo, Xenoblade Chronicles 3. Das ist die Collector's Edition. Dazu sei gesagt, diese Edition, dieses Collector's Edition, die gab es nur über den Nintendo Store zu ordern. Und ich weiß jetzt nicht, was sie gekostet hat, aber hier ist nicht das Game drin. Also so teuer war sie nicht. Man kann sie, glaube ich, auch noch bestellen. Zwischen 30 und 50 Euro, glaube ich. Aber genau weiß ich es gar nicht. Ich habe die Preise jetzt wirklich nicht im Kopf. Aber diese Collector's Edition beinhaltet eben halt eine ganze Menge. Und zwar vom Steelbook. Das ist Platz fürs Game. Artbook ist dabei. Digitaler Soundtrack. Eben halt sehr, sehr interessant. Das Spiel gibt es separat zu kaufen. Das habe ich auch. Ich ziehe das jetzt mal kurz vor. So, was heißt vor? Das liegt hier auch trotzdem. Xenoblade Chronicles 3 ist ganz regulär, die reguläre Edition. Hat mein Bruder sich eben halt gekauft. Das wurde separat somit verkauft. Somit war die Collector's Edition ja nicht so limitiert, wie viele Angst hatten. Dass man, ja, wer es Collector's Edition sammelt, dass das ja nicht bekommt. Das ist so ärgerlich dabei. Genau. Also wie gesagt, für die Switch, mein Spiel ist es nicht, gebe ich auch ehrlich zu. Das hat mein Bruder sehr gerne gespielt. Aber das macht doch nichts. So ist es eben halt. So, die nächste Collector's Edition, ebenfalls von Nintendo, ebenfalls für die Switch, ist die Bayonetta 3 Special Edition. Auch richtig cool. Ich mag dieses Artwork, die Trinity Masquerade Edition. Wie gesagt, Rückseite hat nur das Logo. Ja, auch sehr, sehr schön mit viel Bonusmaterial, Artbook und so weiter, was ich erst angucke, immer wenn ich das Spiel gespielt habe. Denn ich habe immer Angst, dass ich zu sehr gespoilert werde, das gebe ich ehrlich zu. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. So, und das Spiel, das habe ich jetzt hier separat liegen, weil ich will es mit meinem Bruder demnächst spielen. Oder er spielt, ich gucke zu. Weil irgendwie die Switch ist nicht meine Konsole, ich gebe es ehrlich zu. Ich bin bisher mit der Switch nicht warm geworden. Ich habe ein paar Spiele selbst. Die meisten Spiele, die ihr hier immer seht, sind von meinem Bruder. Ich selbst in meiner Sammlung habe, glaube ich, zwei Stück. Und das auch nur, weil ich die Versionen sammle. Einmal Baphomets Fluch zum Beispiel. Egal. Jedem das seine. Ne? Das ist so. Aber mir geht es eigentlich manchmal mehr um die Games. Also ich blicke nicht Wert auf die Konsole. Na doch, ich möchte schon die beste Grafik haben. Und da ist meist die PlayStation 5, die ich auch habe, oder 4, das Beste in meinen Augen. Wie dem auch sei. Ihr könnt gerne schreiben, was eure Lieblingskonsole ist, aber unabhängig davon, es geht ja um die Spiele. Ne? Die Spiele sind das Wichtigste und wichtig ist, dass man sie so spielt. Ich habe jede Konsole zur Auswahl, da mein Bruder sich jede gekauft hat. Und ich kann eigentlich meckere dann auf hohem Niveau, kann man auch so sagen. Also wie gesagt, Bayonetta 3 wird demnächst gezockt. Keine Ahnung, wie das Spiel ist. Dazu kann ich nicht viel sagen. So, weiter geht es. Es gab einiges an Spielen. Muss aufpassen, das ist nicht das, was hinfällt. So, das ist die ganz normal gekauft für PlayStation 5. Die Turtles Cowabunga Collection mit den ganzen klassischen Games, die von Super Nintendo, vom NES, vom Game Boy und so weiter. Auch zum Standardpreis. Ja, wie gesagt, PlayStation 5 musste sein. Gibt es auch für die Switch und PlayStation 4. Aber wenn es soll es das Beste sein, sage ich ja mal gerade. Da greife ich dann immer zu dem zu. So, dann gab es drei Spiele, ich weiß nicht, war glaube ich eine Aktion, Saturn, Mediamarkt, Müller, ich weiß nicht, mein Bruder hat sie sich irgendwo da gezogen und hat sich dann Alex 2 für die Xbox Series X, ja, ich habe alle Konsolen hier, ja, ich kann auf jeder Konsole spielen, wozu ich Lust habe. Genauso hat er sich zugelegt Demon's Souls, das, ja, für die PlayStation 5,
Und eigentlich nur, weil digital haben wir schon. Und zwar Uncharted Legacy of Thieves Collection. Und digital kann ich auch sagen, das Einzige, was ich neu habe, das kann ich euch jetzt eigentlich nur mit dem Bild einblenden, ist Shadow of Rose, der DLC vom Resident Evil Village. Ja, das ist das Einzige, was ich bisher ja in der Richtung neu habe. So, dann gab es noch, auch in irgendwelchen Sales, keine Ahnung, in welchem, wo mein Bruder sich die mitgenommen hat. Ich muss da manchmal raten, aber eben halt dann das neue Star Ocean Divine Force für PlayStation 5. Ich sag ja, PlayStation 5 ist sozusagen, kann man wirklich sagen, mit unserer Lieblingskonsole. Kann man nicht anders behaupten, auch wenn man hier Switch und Co. eben halt auch hat. Genau, wenn nämlich weiter geht's mit PlayStation 5, Dark Alliance. Das kommt hier schön in so einem schönen Steelbook. Ja, da mit dem Cover. Und wir haben ein Artbook dabei noch. Auch richtig schön. Da mit dem Drachen. Und die Edition war, glaube ich, irgendwie jetzt herabgesetzt. Kann sein, die hat er, glaube ich, bei Amazon ganz günstig gezogen. Digitaler Soundtrack ist noch dabei und ja. Wenn es günstig ist, dann lohnt sich das ja auch dann wirklich. Eine schöne Collector's Edition oder Special Edition macht sich gut. So, dann geht's weiter. Ich muss ja aufpassen, ich habe hier so viel liegen, dass nicht das, was so runterfällt. Das war jetzt, ich glaube, von Libai oder Medimobs. Das hatte mein Bruder und ich gar nicht so ganz auf dem Schirm. Ich glaube, der Manuel von Sammlerschutz.de hatte das in einem kleinen Video, in dem er was zu Until Dawn vorgestellt hat, wo er ein Presskit vorgestellt hat und auch nur kurz die Spiele erwähnt hat, die es gibt. Und Until Dawn hat, ist das Hauptspiel, aber es gibt zwei Nebenspiele. Zum einen, also beides sind VR-Spiele, eins mit so einer Souls, ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, das, auf jeden Fall fehlt man so ein bisschen Achterbahn, so ein bisschen Geisterbahn-Style. Und es gibt The Impatient. Es gab es inklusive Versand für einen Zehner, gebraucht, aber wirklich sonst im sehr guten Zustand. Das erzählt, wer das Spiel gespielt hat, Until Dawn, dort findet man sich auch ganz kurz eine Zeit lang in so einem alten Sanatorium wieder. Und diese Geschichte erzählt eben halt ja, die Geschichte des Sanatoriums mit viel Realszenen. Wo könnt ihr sehen, oben Bilder. So ein bisschen und virtuell mit Entscheidungen zu treffen und so weiter. Klang ganz interessant und es gehört in die Sammlung. Und ich sag mal so, wir haben es auf den Flohmärkten auch bei Händlern gesehen. Das wird so um die 20 Euro gehandelt und dann für einen Zehner mitzunehmen. Teilweise gab es auch schon für Amazon für den Preis. Deswegen kann man nur sagen, das haben wir jetzt zum Schnapperpreis mitgenommen. So, dann gab es, oh, das muss Spiele, also ich rede schnell weiter. Dann gab es Spiele, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt überlegen. Strictly Limited, könnte von Strictly Limited oder irgendwas sein. Mein Bruder hat manchmal zugelangt ohne Ende, ohne dass ich das so richtig mitbekomme. Meistens sind die dann da und ich darf jetzt hier drüber reden. Das kann ich nicht sagen, deswegen einfach, ich stelle euch die Games vor. Und zwar haben wir einmal Taito Milestones. Das ist eine limitierte Ausgabe, es gibt 3000 Stück, wir haben 399 von Inin. Könnte sein, dass es über Strict Limited vertrieben wurde. Ist jetzt ganz simpel, ist für die Switch. Und dann haben wir hier Galarias, glaube ich, wird es ausgesprochen. Und zwar ein Mega Drive-Spiel. Ja, hört richtig, Mega Drive-Retro-Spiel. Hier ist mit Mega Drive-Modul. Es gibt hier auch recht viel Specials. Dann so ein Modul. Es ist noch verschweißt, ich habe es noch gar nicht ausgepackt oder wir haben es noch nicht ausgepackt. Es ist noch recht neu und ja, da kann ich nichts zu sagen. Es gab ein T-Shirt dazu, das haben wir und ja. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Das ist schon eine ganze Menge, ne? Gebt ihr mir garantiert recht. Und ebenso gekauft, ich glaube, das ist von NIS.
Da bestellt mein Bruder auch viel, aber ich bin jetzt doch NIS Europe. Und zwar Trails from Zero, ein Rollenspiel, so schön, so ein Bugbox, da ist auch viel Specials drin. Ich kann euch nicht mal sagen, welche Specials, weil es ist noch nicht ausgepackt, wie ihr seht. Wenn es inzwischen durch ausgepackt wird, werde ich am Ende noch Bilder dazu hängen. Wenn ich sie jetzt nicht so spontan nebenbei einblende, deswegen. Ja, das kann ich nicht sagen. Ist halt manchmal so. Ja, dann kommen noch ein paar schöne Highlights. Mit was fange ich denn an? Ja, wir waren jetzt hier schon bei Mega Drive. Dann gehen wir auch weiter. Und zwar das Mega Drive Mini hat uns erreicht. Mega Drive Mini 2. Hier schon mit dem Mini in Zweierform. Und das Geniale, es sind 60 Spiele da drauf. 60. Wahnsinn. Ein Controller ist dabei und 60 Games. Der 6-Button-Controller, ihr könnt ihn hier vorne ja auch drauf sehen. Es lohnt sich wirklich. Also so viele geniale Games. Wenn ihr geschickt umschaltet, auch teilweise in die andere Länder, dann habt ihr auch die Genesis-Version oder die Mega Drive-Version oder die japanische Version dabei. Das macht das auch noch drauf. Hier sind insgesamt 41 klassische Mega Drive-Titel, 12 klassische Mega CD-Titel und Bonustitel. Also Wahnsinn. Und ich guck mal, was habe ich jetzt hier an Highlights. Also wir haben schon reingespielt. Ich brauche schon eine Auflagefläche, damit ich euch was sagen kann. Ich bin nicht diese Ecke. So, was haben wir denn hier an Spielen, die mir gefallen haben? Also, wie gesagt, es gibt hier auch die Mega-CD-Version und diese haben teilweise oder zum größten Teil meist einen besseren Soundtrack, weil sie CD-Musik abgespielt haben. Richtig gut. Und deswegen kann ich auch sagen, zwei schöne Spiele, wo meine Schwester, als sie uns besucht hat, haben wir da reingespielt. Sie liebte diese Spiele und konnte auch richtig gut damit umgehen, richtig weit spielen. Ich wusste gar nicht, wie weit man geht. Und zwar Echo the Dolphin zum Beispiel und Echo the Tides of Time, die beiden, beiden Fortsetzungen. Das Original Night Trap, der legendäre Titel. Wir haben hier Shining Force CD, Sylphid, Sonic the Hedgehog CD. Dann haben wir auch hier so klassische Sachen wie Fantasy Zone, Splatter, Space Harrier 2. Und wenn ich jetzt hier noch so gucke an Mega Drive Titeln, womit ich aufgewachsen bin und ich damals schon irgendwie gespielt habe oder mal ausgeliehen habe, weil Kollegen sie hatten. Ich zitiere einfach nur mal Afterburner 2. Wir haben hier Desert Strike, Return to the Gulf, Earth of Jim 2. Wir haben Fatal Fury 2, Golden Axe 2, Hellfire, Herzog 2, auch ein richtig guter Shooter. Outrun, Fantasy Star 2, Populous, auch ein Klassiker, den er aber mehr am Amiga gespielt hat, aber schon Wahnsinn. Rainbow Islands, extra Rainbow Islands, eins meiner Lieblingsspiele überhaupt. Hier habe ich es aber auf der PlayStation gespielt, aber richtig cool. So, was hatte ich denn schon? Shining Force 2, Mensch, pfeift man sich wirklich hier eins zurecht, wenn man so sieht, was hier weiter ist. Shining in the Darkness, Sonic 3D, Splatterhouse 2, Streets of Rage 3, Super Hang-On und Super Street Fighter 2. Wahnsinn, Wahnsinn. Was habe ich noch? Da ist noch was. The Ooze, The Revenge of Shinobi, Thunder Force 4 und Virtua Racing. Manometer, das sind nur ein paar, das sind 60 Stück. Wahnsinn, also es lohnt sich wirklich, das Teil zu kaufen. Ich glaube, es ist auch eins der Teile, was jetzt noch günstig ist. Wenn es noch erhältlich ist, kann sein, dass es schon ausverkauft ist. Das Ding ist auf jeden Fall wirklich lohnenswert. Teil 1 oder Mega Drive 1 Mini ist ja zum richtigen Hit geworden. Richtig teuer auch, wenn ihr es kauft. Also Wahnsinn. Wie gesagt, Mega Drive CD oder Mega Drive 2 Mini lohnt sich. Kauft es. Ja, Wahnsinn. Und jetzt habe ich hier noch drei Spiele und ein Spiel. Es hat sich mein Bruder gekauft, es ist ein japanisches Game, aber es ist eigentlich mehr für die Sammlung, und zwar für den Sega Saturn Atelier Marie. Richtig schönes Spiel, so kommt so ein ganz normalen Jubelcase, das ist ein Rollenspiel und die japanischen Sachen also auch richtig schön immer aufgemacht. Und das Besondere sind auch, dass die ganzen Goodies noch dabei sind. Hier sind Foil-Cards drin, also so durchsichtige Karten der Hauptcharaktere. Ich
blende euch hier einfach mal ein Bild ein. Die habe ich extra aufgenommen, damit man das auch nicht immer wieder rausnehmen muss. Ja, ein richtig schöner Klassiker. Hat, glaube ich, um die 30 Euro gekostet, inklusive Versand. Also hat sich auch richtig gelohnt. Weil es ist für die Sammlung halt, ne? Ja, ihr wisst, man sammelt halt. Aber es wird auch gespielt, wenn die Konsole mal angeschlossen wird, das Sega Saturn. Dann habe ich jetzt noch zwei Sachen. Und zwar eine Sache habe ich mir mal gekauft. Ja, ich habe mir auch eine Sache gekauft. Ich habe es aber schon mal gezeigt in einem anderen Pickup-Video für den Flohmarkt. Liegt daran, dass ich in dem Fall nicht das Game gekauft hatte, sondern das drumherum. Und auf dem Flohmarkt habe ich dann das Game zugelegt. Und zwar habe ich, ich glaube, 8 Euro inklusive Versand oder vielleicht 10 habe ich bezahlt für die PlayStation 4 Limited Edition von The Evil Within. Nicht das Game, war nicht da drin. Die Limited Edition ist einfach dieses Pubcase plus ein Notizbuch in ja, mit Notizbuch eben halt, so hier mit der Badge drauf und ein ja, Holobild, Titelbild. Ja, und ich habe festgestellt, dass diese Special Edition richtig teuer gehandelt wird, hat aber eigentlich nur das normale Game drin und ja, das habe ich für einen 10er auf dem Flohmarkt nochmal mitgenommen. Hier habe ich jetzt auch maximal 10, das habe ich für 20 und ich glaube, die Special Edition komplett wird über 30, 40 gehandelt. Also es hat sich definitiv dann gelohnt, das einzeln zu kaufen. Ich bin sowieso ein großer Fan von The Evil Within, ist ja auch von Shinji Mikami, dem gleichen Macher von Resident Evil oder mit Erfinder, kann man ja sagen. Evil Within ist halt ein bisschen psychologischer Horror, aber eben halt sehr orientiert. Wenn man jetzt visuell nur geht, kann man denken, man spielt ein bisschen wie in Resident Evil 4. Das ist, aus der Third-Person-Sicht und es macht auch richtig Spaß, richtig gute Geschichte. Auch der zweite Teil und ich habe eigentlich davon sehr viele Editionen. Ich habe mir immer mal sehr viele Specials gekauft und auch ein paar Gimmicks und so weiter. Und irgendwie fehlte mir diese Edition. Ich dachte, ich habe die mir auch damals zugelegt. Naja, so kam es eben. Ja, somit habe ich mal ein Game hier zugelegt. Ich bin da relativ selten dran. Das ist, ihr seht, das ist alles von meinem Bruder, auch wenn ich davon natürlich profitiere und spiele. Und ein Spiel ist hier noch dabei, das ist aber auch rein für die Sammlung. Und das war ein liebes Geschenk, weil es ist ein echter Klassiker. Und ich habe den Klassiker gespielt auf dem Amiga. Und auch mein Bruder liebt diesen Titel auch. Und das ist wirklich ein klassisches, ja, das ist ein geniales Spiel eigentlich. Es ist ein arkadiges Game, ist so ein Action-Adventure, aber ohne Stimmen richtig viel. Es wird also, man muss schon so ein bisschen Geschicklichkeit an den Tag legen. Ja, es ist ein bisschen ein Geschicklichkeitsspiel, kann man auch sagen. Aber auch so ein bisschen Rätsel, weil man muss manchmal so ein paar Dinge, ein paar Wege freischalten. Und die Rede ist von Another World, hier in der PC-Edition, der 20th Anniversary Edition. Inzwischen gibt es, glaube ich, schon die 25th Anniversary Edition. Hier sind jetzt verschiedene Versionen, Making-ofs drauf und der Soundtrack ist dabei. Ja, die Amiga-Version natürlich mit Emulator nötig und in HD spielbar. Es ist noch sealed und das war ein Geschenk. Vom lieben Dave, ich grüße dich an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal. Wird auch einen ja, schönen Platz in der Sammlung einnehmen, denn Another World ist eins unserer ja, Kindheitstitel, kann man sagen. Einer der Kindheitstitel, der doch sehr viel Begeisterung ausgelöst hat, weil der eben halt eine ganz besondere Grafik hatte und eben halt auch sehr ja, begeistert eben. Ja, so. Jetzt bin ich am Ende. Ich habe kein einziges Game mehr hier. Alles ist ausgepackt, alles hier hingestellt. Gespielt davon habe ich so gut wie gar nichts. Ich überlege gerade, was habe ich überhaupt gespielt. Evil Within habe ich vor langer Zeit mal durchgespielt. Natürlich die Mega Drive-Spiele haben wir reingespielt. Ansonsten ist das meiste noch sealed. Obwohl Uncharted ist ja jetzt die PlayStation 5-Version. Habe ich schon mal gespielt. Ist sozusagen auch für die Sammlung. In Another World habe ich natürlich auch gedaddelt. So, das soll es jetzt gewesen sein für dieses Pickup. Ich wünsche mir, dass ihr mir auch Kommentare mal unten schreibt. Was ist denn euer Highlight aus diesen ganzen Games? Habt ihr sie auch? Welches ist euer Lieblingsgames von diesen hier? Lasst es mich wissen. Lasst uns quatschen einfach mal in den Kommentaren. Darüber freue ich mich sehr. Und ja, was sage ich sonst noch? Liken, teilen, abonnieren. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.